Wer unapolitisch mitgestalten möchte, der sollte seine demokratische Möglichkeit ausschöpfen und zur Stichwahl gehen. Wer einen Wandel für Unna möchte, der sollte diesen Wandel auch anstreben. Wer steht für Wandel? Viel Erfolg bei der Stichwahl. Vielen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen. Für mich wird im kommenden Rat die Arbeit für Jugendliche und Senioren ein Schwerpunktthema sein. Hier heißt es für mich Veränderung. Veränderung heißt für mich Dirk Wiegand. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, ich darf mich bei Ihnen recht herzlich für Ihre Wahl bedanken. Wir haben 4 Plätze als Newcomer erreicht, um einen Wandel in dieser Stadt hervorzubringen. Jetzt haben Sie noch einmal die Wahl am 27. September zur Stichwahl. Machen Sie das richtige Kreuz für einen Wandel in dieser Stadt. Dankeschön. Ich möchte mich bei euch für das tolle Ergebnis bedanken. Danke, danke. Jetzt gilt es aber, für Veränderungen zu sorgen. Für mich ist Dirk Wiegand der mit der meisten Erfahrung. Er steht für eine professionelle Führung im Rathaus und wird auch Unna voranbringen. Deswegen geht bitte am 27.09. wählen und wählt Dirk Wiegand. Jede Stimme zählt, auch deine. Also auch ich stehe für den Neuanfang in Unna. Ganz wichtig, eine neue Politik mit einem neuen Bürgermeister, der dann auch hoffentlich das Projekt Eissporthalle schnell, bürgernah und kostengünstig umsetzt. Von daher bitte Dirk Wiegand wählen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung, die mich bis in die Stichwahl gebracht hat. Diese findet statt am Sonntag in einer Woche, am 27.09. Bitte unterstützen Sie mich auch dabei wieder für mehr Bürgerbeteiligung in Unna. Wie heute Ingrid Kroll von WFU, Frank Erlackmann von der FDP, Meinolf Schmidt von den Freien Wählern, Willem Ruck von Unna braucht Eis und Jens-Ole Willberg. Wer Wandel will, wählt Wiegand. Danke.